Sag mir ganz kurz, Ich was soll stelle ich dir sagen? Fragen. Achso. So, Wiebke, was hast du denn hier gerade gemacht? Was hast du denn für eine Session gerade gehalten? Also ich habe zusammen mit Stefanie Leo eine Selbsthilfegruppe für Facebook-Seitenadministratoren angeboten. Okay, und was waren da so deine Erwartungen? Mit was bist du hier reingegangen? Was wolltest du so erreichen damit? Also ich wollte gerne den Leuten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch machen. Man trifft sich halt dann doch nicht so oft, um sich einfach mal damit zu beschäftigen, was klappt eigentlich mit Facebook und was nicht. Die meisten haben eben hier für ihre Buchhandlung oder Verlage Seiten, die sie versuchen, irgendwie möglichst ansprechend zu gestalten, um die Leute für sich zu begeistern. Mein Ziel war eigentlich vielleicht mal so ein paar Kriterien herauszuarbeiten, was macht eigentlich eine Facebook-Seite für ein Unternehmen, aber eben auch für die Fans erfolgreich. Wir haben viel darüber gesprochen, was funktioniert oder was vielleicht auch nicht funktioniert. Ich glaube schon, dass wir auch herausarbeiten konnten, dass es auch viel der soziale Kit ist, der wichtig ist. Es gibt die Website für die Informationen, es gibt Newsletter, es gibt Pressemitteilungen, es gibt vielleicht den Stand auf der Messe. Aber so diesen, wie wir es nannten, so diesen Flauschfaktor, der ist einfach wichtig für die Facebook-Seite. Man muss einfach etwas haben, was Facebook, also wenn, wir sprechen jetzt eben für die Facebook-Seite, was die Facebook-Seite zusätzliches Erlebnis zu den anderen Kommunikationskanälen bietet. Und seid ihr da zu irgendwelchen Ergebnissen gekommen? Also habt ihr jetzt gesagt, also haben jetzt alle mal so ein bisschen berichtet von ihren Erfahrungen und konnten jetzt, also ich habe jetzt gerade schon viel gehört, die konnten viele neue Denkansätze mitnehmen. Was waren dann so die zentralen Erkenntnisse sozusagen? Also gerade bei diesem Flauschfaktor, was kann man da tun? Also es geht darum, also eine nannte es so People like People. Es geht eben darum, dass Menschen mit Menschen sprechen und die wollen nicht mit einem Unternehmen oder mit einer Marke reden. Ich meine, das ist wirklich alt, das ist nichts Neues, greift zurück, was weiß ich, das Clue-Train-Manifest von 1999 hat das irgendwie schon in Worte gefasst. Also das ist jetzt wirklich keine neue Erkenntnis. Und dennoch vergisst man es so oft, dass wenn man auf seiner Facebook-Seite sitzt und versucht, möglichst viele Inhalte, tolle Inhalte immer wieder zu erdenken, dass es aber auch wichtig ist, die anderen zu ehren und einfach dieses Geben und Nehmen. Ich verweise auch mal auf andere Inhalte, die für meine Fans auch wichtig und toll sind. Und das ist so gleichzeitig ein Knicks in die Richtung eben von meinen Kollegen und ich zeige eben Inhalte, die auch mit dem zu tun haben, was ich mache. Aber nicht immer nur, das ist das neueste Buch und das ist die Veranstaltung des Autoren. Es soll ein guter Misch sein. Also einfach, nicht das Unternehmen ins Zentrum rücken, sondern auch mal so die Person, die dahinter steht und auch einfach aufzeigen, was einen selbst interessiert und so weiter. Also Facebook wird in der Regel von den meisten Menschen privat genutzt. Das muss man sich als Unternehmen immer wieder gewahr machen, dass man dort eigentlich erstmal ein Fremdkörper ist. Das heißt, wenn ich möchte, dass die Leute mich nicht aus ihrem Stream schmeißen oder vielleicht auch einfach nur achselzuckend daneben sitzen, bis überhaupt automatisch Facebook aufgrund von fehlender Interaktion das Ding, die Seite für mich aus dem Stream schmeißt, weil sie nicht für mich relevant ist, muss ich mir halt überlegen, was passt irgendwie auch so zu meinen Kunden, wie sind die drauf, was kann ich dort über sie erfahren. Und meistens sind es ja welche, über die ich auf anderen Wegen auch schon Kontakt habe. Das sind ja meistens schon meine Kunden, die auch dann in Facebook sind. Das sind ja nicht da die Kunden, die auf Facebook sind und da die, die vielleicht in den Laden kommen oder eben Bücher des Verlages kaufen. Es gibt ja eben, es geht um diese Schnittmenge. Die sehen mich dann einfach, ich weiß, oh toll, ich kaufe eben ein Buch, was weiß ich, aus dem O'Reilly Verlag und treffe dann eben die Leute vom O'Reilly Verlag auch online und sehe, was sie noch für tolle Sachen machen. Und gucke dann einfach noch liebevoller auf mein Buch und weiß, ach, es ist von netten, kundigen Menschen, die wissen, was sie tun. Es geht um Vertrauen, Wertschätzung, Interesse und einfach auch die Nähe zueinander. Das ist schon etwas, was sehr viel Nähe schafft. Ja. Okay. Deswegen auch die Herzchen. Wir sind letztlich dann wieder bei Herzchen gelandet. Die Warte, Herzchen, vergiss die scheiß Herzchen nicht. die scheiß Herzchen sind dabei. Es geht nicht darum, sich ständig nur zu umarmen und zu herzen. Aber natürlich geht es eben auch um diese Nähe, um menschliche Nähe. Ich meine, wir sind nicht weniger Menschen, nur weil wir zufällig dann auch uns in Digitalien treffen. Finde ich einen super Schlusssatz. Ja.